Herzlich willkommen auf der IAA 2019, wobei man muss fairerweise sagen, so richtig angefangen hat sie noch nicht und trotzdem geht sie schon los. Wir sind eigentlich ja an dem Vortag der IAA, morgen genau. Sind die Pressetage, bei mir ist Jürgen Stackmann. Herr Stackmann, Sie haben nicht nur ein wahnsinnig schönes neues Auto dabei, ja, sehr stolz drauf. Sondern wir haben was anderes Neues und zwar ein Logo. Was ist da denn los? Ja, wir haben, als wir die Entwicklung vom ID begonnen haben, der ganzen ID-Familie, sehr früh gemerkt, dass wir einen großen Wechsel machen müssen. Eben halt nicht nur an einem Fahrzeug oder einem Antriebskonzept, sondern wir wollten der Marke ein neues Gesicht verpassen. Das neue Logo ist entwickelt worden von unserem Designteam, vom Klaus Bischoff und der Mannschaft. Es hat ein bisschen Anzüge aus den frühen 60er Jahren. Man kennt sehr einfache, klare Logos. Das Logo ist sehr, sehr prägnant, sehr ikonisch gewesen. Man merkt, hier ist das fliegende W, kann man mal als Experten den Unterschied sehen, auch zu dem heutigen Logo. Es ist vor allen Dingen genutzt für die digitale Welt. Das Logo ist sehr stark nutzbar für die digitale Welt. Aber was Sie heute Abend sehen werden auf der großen Weltpremiere hier auf dem Stand, ist, dass eben halt auch nicht nur das Logo sich verändert, sondern der ganze Auftritt der Marke. Wir haben sehr viel kräftigeren, menschlicheren Auftritt gefunden. Und wir freuen uns sehr auch auf den zweiten Teil heute Abend. Sieht so ein bisschen zweidimensionaler aus. Vorher war das ja immer so wie so ein kräftiges irgendwie Stahllogo und jetzt ist es so ein bisschen, ja, ist es digitaler. Ja, es ist digitaler, es ist moderner, es ist vor allen Dingen reduzierter. Wir sind davon überzeugt, dass in der Zukunft das Logo einfach einen sehr stark ikonischen Hintergrund haben muss. Wir wollen auch Farbe zulassen im Logo. Volkswagen war ja extrem puristisch. Früher gab es Farbe überhaupt nicht in den Fahrzeugen. Sie werden auch mal ein Logo in Rot sehen für die GTIs. Nicht auf dem Fahrzeug, aber in der Kommunikation. Weil wir auch der Meinung sind, dass das Volkswagen-Logo weltweit so bekannt ist, dass jedes Kind es zeichnen kann. Und das Logo ist auch jetzt wieder so geworden, dass es eigentlich jedes Kind wieder nachzeichnen kann. Sehr einfach. Sehr klar, sehr puristisch und deswegen hat es eine große Strahlkraft für die nächsten Jahre. Jetzt sehen wir es zuerst an diesem Auto, aber es kommt nicht als erstes auf diesem Auto auf den Markt, oder? Nein, natürlich nicht. Der Golf ist ja das Herzstück unserer Marke. Der 8er Golf steht ja in den Startlöchern. Zeigen wir als Weltpremiere im Oktober. Zunächst mal Ihnen als Journalisten, aber dann natürlich direkt danach den Kunden und den Händlern. Und der erste Wagen, der tatsächlich das Logo in Kundenhand bringt, ist dann natürlich der 8er Golf, wie es sein muss. Er ist ja das Kernstück der Marke und dann, ne, eins der neuen Kernstücke ist die ID-Familie. Die kommt zeitlich dann etwas später in den Markt. Vielen Dank, Herr Stackmann. Und ich möchte gerne mal die Meinung hören. Wie findet ihr denn das neue Logo? Sieht schon gut aus, oder? Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.